Das sind wohl die krassesten und gleichzeitig teuersten Festivals der Welt. Der letzte Platz sprengt nochmal alles. Für 300 Euro kommst du auf das Roskilde in Dänemark. Eins der ältesten und größten Festivals in Europa. Mit dabei sind dieses Jahr unter anderem Blur, Kendrick Lamar und Lil Nas X. Für 300 bis 350 Euro gibt es das Tomorrowland in Belgien. Wohl eins der bekanntesten Festivals überhaupt. Und mit dem Ticket darfst du dann 3 Tage bleiben. Ist für dieses Jahr tatsächlich auch schon ausverkauft. Und hast du schon mal was vom Glastonbury Festival in Großbritannien gehört? Da kommst du für ca. 337 Euro rein. Headlights sind unter anderem Elton John, die Arctic Monkeys und Guns N' Roses. Coachella in Kalifornien ist eins der teuersten. Mindestens 400 Euro werden fällig. Es sei denn, du willst ein VIP-Ticket, dann darfst du 930 Euro blechen. Und dafür bekommst du Zugang zur VIP-Area. Da hast du ein bisschen mehr Essen, Trinken und eine Sitzgelegenheit. Na, immerhin. Zu guter Letzt Burning Man. Das einzigartige Festival mitten in der Wüste von Nevada kostet rund 536 Euro Eintritt. Und dafür erlebt ihr aber 9 Tage, die ihr sicher nicht vergesst. Verrückte Outfits und noch verrücktere Autos sind hier neben der Musik ein Riesenthema. Das sieht schon echt cool aus. Definitiv mein Favorit. Wenn du auf eins davon gratis gehen könntest, welches wäre es? Schreib's gerne mal in die Kommentare.